Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind in Roterhof und ja, wir müssen jetzt hier wieder weg. Nicht, weil es nicht schön wäre, sondern ganz einfach, weil wir da oben noch hin wollen, nach Moers. Ich würde sagen, wir schnappen uns gleich mal ein Gleis und bauen die Strecke zu Ende. Das wird ja eher eine gerade Geschichte hier am Berg vorbei. Da oben haben wir schon einen Bahnhof, da müssen wir dann halt einfach gucken. Wie kommen wir da am besten rein? So, in der letzten Aufnahme, oder ja, ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, weil wenn ihr die hier guckt, dann ist ja die letzte auch schon online. Ja, da hat es den Ingame-Sound nicht aufgenommen. Da habe ich dann ein bisschen gebastelt. Ich hoffe, das war auch okay. Keine Ahnung warum. Einmal mehr, es ist teilweise ein Mysterium. Also ich habe nichts anders gemacht wie sonst, aber da war kein Ton. Naja gut, jetzt haben wir hoffentlich wieder Ton. Ich habe es nochmal getestet. Eigentlich mit den gleichen Einstellungen, einfach den PC neu gestartet. Ja. In der Regel hilft das ja schon. Okay, da haben wir eine Kurve. Machen wir das mal so. Oder? Momentchen. Ja, vielleicht der Straße folgen. Wenn wir der folgen, dann haben wir hier natürlich kein Tempo mehr. Das ist aber halb so schlimm. Die Frage ist halt, wo müssen wir hin? Da oben ist der Bahnhof. Und hier haben wir gesagt, hier kommen wir relativ einfach raus. Das machen wir so. Oder wir gehen hinten rum. Aber dann müssen wir halt hier dieses schöne Dingens kaputt machen. Das gefällt mir irgendwie. Hier mit diesen Parkbänken etc. da oben. Ich finde das wirklich cool. Das möchte ich auch nicht lassen. Das funktioniert also nicht, dass wir da lang kommen. Wir müssen tatsächlich hier vorne lang. Ein bisschen durch Städtchen durch. Ne, ich würde eher dem Städtchen entlang. Das ist eigentlich eh schon ziemlich gewachsen hier. Erstaunlich. Und jetzt haben wir den hier noch auf dem falschen Gleis. Weil so funktioniert das dann natürlich nicht. Wir brauchen dich in Moers auf Gleis. Ich tippe mal 2. Genau. So, Moers haben wir nur einmal drin. Dann passt das. Dann haben wir hier eben die Möglichkeit rauszudüsen. Gut. Ja, warum nicht gleich hier weitermachen? Dann wissen wir wenigstens, wo wir lang müssen. Das wäre dann irgendwie so. Hier raus. Ja, das ist doch schon mal in Ordnung. Hier einmal rüber geschwungen. Und dann hier wirklich halt der Stadt entlang. Ich hoffe ja mal, die bauen hier noch ein bisschen. Dann wächst die Stadt. Dann kommen die sozusagen dann unseren Gleisen auch ein bisschen näher. Kriege ich hier eine Weiche hin? Nee, so möchte ich nicht. Das müssen wir andersrum lösen. Und das machen wir in dem Fall auch. Nehme ich einmal diesen. Und dann jenen. Eine Schranke haben wir. Jawohl, bestens. Weiter geht der Spaß. Einmal hier rüber. Und jetzt werde ich mit dem Gleis hier weitermachen. Ich würde die Straße nicht gerne noch mitnehmen, aber es ist zu wenig lang. Das heißt, wir werden die hier mal selbstständig noch ein bisschen hier raufziehen. So, dann haben wir hier nämlich wieder einen Bahnübergang. Das ist eigentlich genau das, was ich wollte. Klappt das hier? Jawohl. Irgendwie interessanterweise klappt es ja meistens nur auf einer Seite. Und meistens ist das dann komischerweise Murphy's Law Ahoy, die welche man gerade nicht braucht. So, wir gehen hier zumindest zur Straße hin, würde ich sagen. Ohne dass wir jetzt zur Straße folgen, das wird mir dann doch zu langsam. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist relativ kurvig hier der ganze Spaß. Ja, machen wir mal so. Da unten müssen wir hin, da könnte man hier sogar... Ne, ich gehe mal noch zur Straße hin, einfach weil es nett ist. Dann machen wir den Bogen da unten. Ich habe gerade überlegt, ein bisschen in den Berg rein. Aber das gibt dann eh nur wieder einen Tunnel. Also das ist so wahrscheinlich schon besser. Kann man das so machen? Ich denke ja. Da gibt es doch eine, hat sich schon wieder News. Oh, guck mal hier, die Steierteile. Die riesigen. Sehr schön, die werden wir auch noch benutzen. Wir werden vieles natürlich hier noch benutzen, ganz klar. Aber so gibt es halt Abwechslung. Da gibt es nochmal neue Flachwagen. Oh, ein neues Schiff, den Graf Zeppelin. Oder die Graf Zeppelin. Oder das Graf Zeppelin. Das ist wieder länderabhängig. Und die BR-103. Eieieieieieie. Haben will. BR-103 möchte ich dringend haben. So, jetzt, man glaubt es nicht, die Fliege ist noch da. Jetzt habe ich zwar den Rechner neu gestartet und habe so das Gefühl, dass das eine neue Aufnahme ist. Ist es aber nicht. Aber die Fliege von der letzten Folge, die ist tatsächlich auch immer noch hier. Unmöglich. So, stimmt das hier? Jawohl, das hätte eigentlich soweit seine Richtigkeit. Einmal hier lang düsen. Zack, die Weiche da oben, die haben wir ja. Das heißt, da brauchen wir keine mehr. Haben wir hier unten auch eine Weiche? Ich glaube ja. Eine Oldschool-Weiche, wenn ich mich richtig entsinne. Und tatsächlich. Gut, hätten wir. Wir können zum Thema neue Linie kommen. Und die Signale fehlen natürlich noch. Die gibt es dann natürlich auch noch. Das wäre dann von hier nach da. Und dann hierhin und dann den ganzen Spaß eigentlich wieder zurück. Ja, wieder hierhin und von Roterhof geht es dann wieder nach Moers rauf. Jetzt, das ist wieder irgendwie Nordost, Südwest, irgendwas. Jetzt muss ich mal gucken, wo war denn gleich nochmal der Süden?
Der ist, glaube ich, tatsächlich hier unten. Sehe ich das richtig? So, das ist der Süden. Ja, hier haben wir gesagt, das ist der Süden. Jetzt muss ich aber das Städtchen wieder finden. Weil ich weiß, es ist der Berg, hier ist der See, hier ist der Fluss. Also das ist der Süden. Dann sind wir hier oben. Ja, im Nordwesten. Okay, das ist dann... Wobei in den Kommentaren stand noch, ich soll das nicht Nordwesten, Nordosten nehmen, sondern lieber wieder Interregion oder Direktlinie, so wie wir es früher gemacht haben. Können wir auch. Ich weiß zwar nicht, was dagegen spricht, das geografisch zu benennen, aber dann gibt das hier halt einfach... Ja, das ist keine Interregio-Linie, das ist eine Regio-Linie. Machen wir doch einfach mal wieder eine Regio. Regio-Linie. Im Prinzip, was schreibe ich denn da schon wieder? Ja, ist immer noch die gleiche Tastatur. Regio-Linie, wie früher in der ersten Klasse. Regio-Linie. Mörs? Was ist hier das größte Städtchen? Ich würde sagen, wir machen Mörs. Ganz einfach, weil es da der Eckpunkt ist. Regio-Linie Mörs, dann weiß man, ja, das ist hier oben. Und hier unten steht ja drin, wo der hinfährt. Gut, das hätten wir. Wir brauchen die Signale. Hat es jetzt da mal neue geschneit? Nein. Ich muss nochmal gucken. Wir haben jetzt 1980. Da müssten eigentlich die Signale alle da sein. Wir hatten in der letzten Staffel tonnenweise Signale. Weiß gar nicht, welche da nicht dabei sind. Ich habe ein Problem mit diesen KS-Signalen. Die funktionieren bei mir irgendwie. Interessanterweise nicht. Die bringen das Spiel zum Absturz. War das jetzt clever hier, ein Signal zu setzen? Das ist ja dann doch nicht allzu weit weg hier. Ja, aber dann, sonst kam es zu spät. Ja, ich lasse das mal. Dann kann er bis hierher rausfahren. Das ist schon okay. Wo haben wir denn die Weiche da unten? Nee, das ist eigentlich zu knapp. Was baue ich denn hier? Ja, irgendwie vor lauter, da ist eine Straße. Ich möchte hier ein Signal hinstellen. So, dann haben wir dort ein Signal. Machen hier eins. Und dann gibt das hier den ersten Block. So, dann hat das soweit seine Richtigkeit. Mit ordentlich Abstand gibt es die nächsten. So, im Prinzip ist ja, ob wir jetzt die Signale nehmen oder andere, es nimmt sich nichts. Aber es ist irgendwie zum Bauen schöner, wenn man das Gefühl hat, man hat ein bisschen Diversität. Dadurch, dass man eben wirklich verschiedene Signale nutzt. Auch wenn die alle natürlich, ja, das sind alles die gleichen Signale, Blocksignale halt. Wie das ist bei Transportfieber. Ich weiß nicht, wie es dann beim zweiten Teil ist. Das kann natürlich sein, dass es dort vielleicht sogar noch andere Signale gibt. Aber ich denke, das könnte man je nachdem sogar deaktivieren. Dass man nur Blocksignale will. Ich weiß es beim besten Willen nicht. Da müssen wir warten, bis das Spiel rauskommt. Gut, das hätten wir soweit. Dann geht das hier rein. Hier hinten geht es wieder raus. Jetzt muss ich schnell gucken. Hier sind wir halt mitten in der Stadt drin. Aber hier ist es doch eigentlich auch ganz schön, wenn hier in der Stadt drin mal noch ein Zug steht. Ja, da könnte man das Teil aber machen. Nee, das ist doof. Dann steht er wieder hier auf dem Bahnübergang der Zug, je nachdem wie lang er ist. Machen wir das andere Signal hier. Die sollen erstmal in Ruhe aus dem Bahnhof rausfahren können, würde ich mal sagen. So, hier machen wir auch wieder den. Dann gibt das hier nochmal ein. Reicht wieder schön für ein paar Züge, ganz klar. Und ich werde jetzt tatsächlich, ich nehme jetzt nicht diese BR, die mich da gerade so angesprungen hat, sondern ich möchte jetzt einen Triebzug haben. Da stand nämlich auch in den Kommentaren. Der fehlt noch auf der Anlage, da habt ihr absolut recht. Okay, ja, machen wir hier noch eins. Und dann haben wir das Ganze auch gemacht. Jetzt kommt natürlich wieder einmal mehr die Gretchenfrage nach dem Depot auf. Das ist keins für die Eisenbahn. Wir schauen mal, wie es hier hinten aussieht. Ja, da ist der Bahnhof neu. Die können kein Depot haben. Hier oben vielleicht. Ja, da haben wir hier das Feuerwehrteil. Das ist aber für Fahrzeuge, nicht für Züge. Nö, wir haben hier nirgends ein Depot. Dann würde ich sagen, wir machen das, wo passt am ehesten hin. Hier wird es gut hinpassen und hier oben, da haben wir fast keinen Platz mehr. Hier wird natürlich ein Depot gehen, hier wird ein Depot gehen. Ja, gute Frage. Da fällt mir ein zum Thema Depot, ich muss noch lachen. Beim Besuch des Modellbauclubs Dieticon, da hat der gute Albin gesagt, was ihn ein bisschen stört hier. Nämlich, dass wenn ich ein Depot baue und das 30 Meter hat, dann kommt dann ein 200 Meter Zug da raus. Das ist natürlich absolut richtig, das stört mich selber, weil das sieht halt einfach komisch aus. Aber auf der anderen Seite, ich möchte nicht immer das gleiche Depot haben. Das ist ein bisschen der Punkt. Ich möchte nicht immer nur die langen haben, in der Hoffnung, dass dann der Zug reinpasst. Deswegen, ja, diese Variation. Und dann ist es halt ein bisschen unglücklich, wenn dann natürlich aus dem Depot, das irgendwie 30 Meter lang ist und 200 Meter IC rausfährt. Ich guck mal, dass ich das irgendwie vielleicht ein bisschen anders hinkriege. Aber eben, jetzt ein Depot, grundsätzlich. Irgendwie hier... Finde ich es eigentlich cool. Das Problem ist zum Fahren doof, wenn wir mitfahren wollen. Wir müssen da schon die Eck,
Dingens haben. Hier, Depot. Dann könnte man hier rein oder könnte da rein. Das würde eigentlich passen. Warum nicht hier sogar? Wisst ihr, was wir jetzt hier nochmal machen? Mir gefällt das irgendwie extrem gut. Das war nochmal das Teil hier nehmen. Oder beziehungsweise das. Da können wir die Länge variieren. Und das zwei, dreimal hinstellen. So, weil es einfach, das sieht einfach wirklich cool aus. Mir gefällt das extrem gut. Haben wir hier noch einen zweiten Anschluss? Können wir wegnehmen. Brauchen wir da hinten nicht. Dass wir das irgendwie plus minus so hier hinstellen. Natürlich ohne da irgendwas zu beschädigen. Jetzt muss ich ein bisschen näher ran. Damit das halbwegs parallel ist, das Ganze. Passt das ungefähr? Doch, müsste. So, gleich nochmal eins. Machen wir mal drei, das müsste reichen. So, und dann hier alles bemalen später. Das ist halt einfach, hier sind halt die Lokschuppen. Ganz klar. Okay, jetzt, jetzt ist die Frage, kommen wir hier irgendwie in ein Gleis rein? Das ist immer das Schöne, wenn ich Depots hinstelle und nachher feststelle, so kommt man gar nicht ins Gleis rein. Also das, was man wollte, funktioniert nicht. Aber man sieht, das funktioniert zumindest in eine Richtung hier lang. Oh, funktioniert es tatsächlich auch. Wollte gerade sagen, das kann wegen der Straße nicht klappen. Aber denkst du, dann hier machen wir das so. Und wenn es irgendwie geht, vielleicht sogar noch hier rein. Jawohl, das hat doch was. Ist doch irgendwie eine ganz neue Kreation. Gut, hätten wir. Schranke ist hier. Das passt auch alles. Wir brauchen hier natürlich noch eine Straße hin. Wisst ihr was, das machen wir jetzt gleich mal. Oh, Burgstallbahnhofstraße ist tatsächlich jetzt auch dazu gekommen. Und zwar hätte ich gerne hier eine Straße hier runter. Und dann irgendwie hier ein bisschen dem Gleis entlang. Also rein für die Optik natürlich. Wir brauchen das Teil nicht. Aber es ist ja dann doch auch ein bisschen ein Helfen der Stadt. Dass sie hier irgendwie dann vielleicht auf die Idee kommen, dass sie da auch noch ein bisschen bauen. Jetzt gehen wir mit der Straße hier lang. Hier runter. Oh la 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 la. Da bin ich zu nahe gekommen. Da müssen wir kurz den Bagger konsultieren. Also so. Und jetzt kommen wir hier auch dran vorbei. Und hier geht es wieder irgendwie rein. In einer Form, zum Beispiel so. Gut, hätten wir. Später vielleicht hier noch einen Platz mit dir, mit dem Amazonas. Dem Amazonas, sage ich schon. mit dem, wie heißt das Teil? Mit dem IKEA, mit dem Möbelteil. Das ist relativ groß und passt in eine Stadt. Das ist natürlich eine Stadt, die wir im Fokus haben. Aber warum nicht auch mal in so einer Stadt sowas ähnliches machen? Gut, wir brauchen... Aha, was sehe ich da? Ja, okay, schade. Das wirft jetzt natürlich meine ganze Komposition durcheinander. Weil das funktioniert so nicht. Na naja, gut, wir kappen mal die Straße. Die könnt ihr wieder haben. Klappt's jetzt? Jetzt müsste eigentlich das Ganze eine Weiche sein. Nee, das gibt tatsächlich... Schade. Gibt tatsächlich nur eine Kreuzung. Ja, das ist auch von der Biegung her natürlich nicht machbar. Ja, das gibt natürlich dahingehend ein Problem, dass wir dann da nicht reinkommen. Wenn wir es so machen... Hier ist die Weiche. Wisst ihr was, das... Wir bauen das einfach ganz kurz um. Das ist ja kein Ding. So, das nehmen wir nochmal weg. Irgendwie das hier hat auch so eine komische Delle drin, das Ganze. Gut. Jetzt irgendwie da rein. Ich mache ganz bewusst altes Gleis. Ist egal, das ist Bahnhofsgebiet. So, jetzt mal gucken. Haben wir eine Weiche? Nein, das bleibt tatsächlich eine Kreuzung. Wird es zur Weiche? Ah, geht nicht. Okay, geht's von weiter hinten? Also sprich, dass wir das von hier machen, hier hätten wir ein bisschen mehr Vorlauf. Ja, so geht's. Okay, dann hätten wir das gelöst. Jetzt haben wir einfach das Problem, dass wir natürlich hier... Was machen wir denn hier? Ja, hier geht's einfach hier rein. Nee, geht's eben nicht, weil das nicht klappt. Hier hin? Nee, geht auch nicht. Bringt auch nichts. Aber hier müssen wir das Teil jetzt schon auch noch irgendwie verbauen. Machen wir es doch so. Ist dann eine relativ wilde Konstruktion. Das können wir dahingehend abschwächen, dass wir hier mit dem Wischmob kurz arbeiten. So, haben wir. Und hier, wenn ich es finde, keine Angst, ich suche jetzt nicht 3 Tage und 4 Nächte nach dem Malprogramm, aber das war irgendwo, ich glaube bei einer Bank. Bei der Bank war das? Jawohl. Mal hier ein bisschen genau, dann haben wir das Teil nämlich hier schon. Gleisschotter, Gras, Asphalt. Ich würde hier tatsächlich mal Asphalt machen. Also das ist ein bisschen bemalt, dann haben wir das gemacht. Gerne hier auch noch. Und hier sowieso. Da kann man natürlich noch Leute raufstellen oder dass wir irgendwie sonst gucken, dass wir ein Asset nehmen. Den Bereich lasse ich mal, aber hier vielleicht noch. Wobei hier, wisst ihr was, einfach weil wir das auch relativ schnell haben. Zack, gibt es 1, 2 Bäume. Dass das ein bisschen begrünt wird.
So, und schon haben wir hier das Normale ein bisschen durchbrochen. Das geht ja wirklich relativ zackig. Und ich liebe diese Bäume, weil sie eben eine Kollisionswarnung haben, beziehungsweise gar nicht funktionieren, wenn es eine Kollision gibt. Habe ich den jetzt auch noch hingestellt? Moment. Der ist mir dann doch ein bisschen zu sehr draußen. Okay, ja, passt. Vielleicht hier noch vergilbtes Gras darunter, wobei das wird ja automatisch eigentlich erstellt. Gut, hätten wir. Ich würde sagen, wir kommen zum Thema Zugkauf. Müssen wir hier kaufen, damit wir dort in den Bahnhof reinkommen. Mach kurz eine Speicherung. Sicher ist sicher. Okay, passt. Na. Jawohl, danke. Ja, irgendein Triebwagen. Da wurde ich ja darauf hingewiesen, dass wir keine Triebwagen auf der Anlage haben. Irgendwie sowas in der Richtung. Ja, mal gucken, was wir sonst noch haben. Doch schon den einen oder anderen Kollegen hier. Sehr cool. Aber das ist, glaube ich, nicht schlecht, dass ich hier gespeichert habe. Oh, da. RAB.de. So ein Teil gefällt mir halt schon extrem gut. Wie schnell sind die? 125. Das reicht dicke. Was haben wir hier? SBB. RAB. TE2. Sogar ein TE. Also TEE. 160. Kleiner Düsenjäger. Was haben wir hier noch? Ich guck mal ganz kurz, was wir alles haben. Ja, tonnenweise. ÖBB 40 und so. Eieieiei. Kann man natürlich auch nehmen. Wisst ihr was? Wir nehmen mal die Jungfernfahrt, weil irgendwo ist es ja eine Jungfernfahrt. Machen auch 120 km/h. Die können wir später noch nehmen. Die RAB, kein Ding. Wir machen die hier. Zack, funktioniert. Jawohl, sehr schön. 69 Meter. Wir gönnen uns, zack, eine Doppeltraktion. Okay, und da gönnen wir uns, ja, mal eine ordentliche Ladung. Ja, wir nehmen die gleichen, weil eben, es wird halt vom Fahrzeugersatz sonst eh wieder aufgefressen, das Ganze. Gut, das sind 5 Stück. Machen wir 6. Ich hoffe, das reicht. Also ich hoffe, die passen alle auf die Piste. Müsste. Passen die hier? Was sehe ich denn da gerade? Ist jetzt aber nicht wahr. Das ist ja ein Güterbahnhof. Halt! Haben die gar keinen Personenbahnhof? Das ist ja wohl ein Scherz. Das ist doch ein Güterbahnhof hier. Jawohl. Oh lala, wir haben doch gar keinen Personenbahnhof. Naja gut, das können wir natürlich auch relativ schnell lösen. Aber wir können... Ja, wir können hier eigentlich Leute abladen. Das Problem ist, was wir nicht können, ist, dass hier Leute zusteigen. Das funktioniert dann eben doch nicht. So, jetzt haben wir die Züge und keinen Bahnhof. Das gab es auch noch nie. Da seht ihr mal, bei Heisenberg zockt, gibt es immer wieder was Neues. Okay, wir brauchen einen Bahnhof. Irgendwie was Kleines, Schnuckeliges. Moderner Regionalbahnhof. Ist mir was zu groß. Der hat auch eine gewisse Größe. Viersen haben wir schon. Wie sieht es mit Windsheim aus? Den haben wir, glaube ich, noch nicht. Der hat auch eine gewisse Größe. Ja, wobei, da kann man noch was machen. Vier Gleise. Ich würde sagen, die reichen für den Moment. Oberleitung gerne. Weiter Straßenanschluss. Ja, warum nicht? Wohin mit dir? Jetzt müssen wir den Bahnhof so bauen, dass wir mit dem Depot hier reinkommen. vielleicht hier oben. Oder hier? Hier wird eigentlich auch relativ gut hinpassen. Wird dann mit dem Depotgleis schwierig, aber das funktioniert. Das ist kein Ding. Dann haben wir ein bisschen viel Weg fürs Depot. Ist aber okay. Machen wir den hier hin. Passt das? Dann haben wir so den Güterbahnhof in die Richtung ausgerichtet, den Personenbahnhof hier hin. Ne, ist natürlich im Prinzip Käse, Herr Heisenberg, weil dann müssen wir hier wieder mit dem Güterzug kreuzen. Vielleicht hier, so ein bisschen außerhalb und dann schön mit Bussen in die Stadt rein. Das wäre doch eigentlich auch eine Möglichkeit, die man machen könnte. Jetzt haben wir die Strecke schon in dem Sinne falsch gebaut. Aber das werden wir natürlich auch beheben können. Wisst ihr, was wir machen? So, ganz einfach. Dass wir hier mit dem Bahnhof noch ein bisschen weiter nach hier hinten können. Gibt dann wieder einen unfreiwilligen Kopfbahnhof. Ist aber in Ordnung. Das sieht dafür relativ cool aus mit den Depots dort. Dann hat das mit den Depots auch irgendwie durchaus seinen Sinn. Okay, machen wir mal. Nehmen wir die Straße. Verbinden die, weil sonst das Spiel dann wieder reklamiert, dass der Bahnhof nicht angeschlossen ist. Das können wir hier ja eigentlich auch gleich machen. So, hier mal so der Bahn entlang. Wie es zappelt. So, hier rauf. Und jetzt machen wir ganz einfach hier weichen. So, aber gerne mal mit schnellem Gleis. Und zwar mit denen hier würde ich vorschlagen. Wir ziehen die schon mal. Ne, ziehen wir noch nicht. Kann gut sein, dass wir mit denen dann mit einer Kurve weggehen. Also, wir machen das so. Die anderen Gleise lassen wir einfach stehen. Kann ja sein, dass wir die dann aus irgendeinem Grund noch für Güterzüge brauchen. Das wäre eigentlich doof, wenn wir die kappen. So. Stand wahrscheinlich auch schon ein paar Mal in den Kommentaren. Heißt, das ist ein Güterbahnhof da in Dingens. In Süldorf. Aber, wie soll ich sagen, da passiert ja nichts. Also, ja, man kann es ja in dem Sinne nicht falsch machen, weil sonst die Züge einfach nicht fahren. So, so rum geht's. Sehr schön.
Dann hier rein. Ja, das muss ich wieder von hier her machen. Dann sieht es besser aus. So, jetzt müssen wir gucken, wie kommen wir hier in die Gleise rein. Das kommen wir eigentlich schon. Wir fahren dann aber an diesem Bahnhof vorbei. Also, wie machen wir das am besten? Ich würde sagen, die Konstruktion, die lassen wir jetzt mal stehen. Ja, dann ist es ganz klar, wir düsen halt hier rüber. Und warum nicht jetzt hier irgendwie sowas? Hier oben rein. Mal gucken, hier funktioniert. Und dann sind wir dort im richtigen Gleis. Und mit denen, wisst ihr, was wir mit denen machen? Moment. Erstmal alles bauen, damit das alles seine Richtigkeit hat. Nachher mit diesen Gleisen. Ja, ja, ist klar, mit dem Fahrplan stimmt was nicht, deswegen blinkt. Irgendwie so auch so gebogen, dass wir hier so eine gewisse Parallelität erreichen. Okay, jetzt brauche ich nochmal den Fahrplan. Das wäre der hier. Und dann muss hier raus das Zentrum. Und hier rein muss der hier. Und es blinkt immer noch. Ach. Ach, die Straßenverbindung, die ich dort gekappt habe. Okay, die könnt ihr gleich haben. Aber das hätte natürlich auch nicht gestimmt. Ist ganz klar, das ist ein anderer Bahnhof. So, jetzt funktioniert das Ganze aber. Jetzt, wo habe ich die Straße gekappt? Kann das sein, dass das hier ist? Miesitz-Süldorf? In Süldorf. Irgendwo habe ich hier eine Straße gekappt. War das die hier? Es war halt eine Hauptverbindung. Das ist das Problem. Ich bastel die mal hin. Mal gucken, ob was funktioniert. Also, ob was passt. Was ich hier mache. Machen wir eine Unterführung. Einmal unter die Erde. Dann hier lang. Das machen wir allerdings ebenerdig, damit man hier gerade unten durch kann. Gehen wieder raus. Und hier oben rein. Oder hier rein. Geht das? Steigung zu groß, Steigung zu groß, Steigung zu groß. So geht's. Machen wir das mit Kurve. Und ist die falsche Straße. Aha, das war nicht, was sie wollen. Wenn ich jetzt noch genau wüsste, was ich hier gekappt habe. Ich habe hier die gekappt, die hier runter geht. Aber dann müssen sie doch jetzt einfach die hier verwenden. Was haben sie denn jetzt für ein Problemchen? Oder muss ich mal auf Play gehen, damit sie es merken? Dass das neu berechnet wird, das könnte euch auch sein. Im Pausenmodus ist das immer so eine Sache. Also eigentlich kommen sie jetzt von hier auch hier runter. Das Problem ist, guck mal die, aber ja, ich glaube, jetzt fangen sie es an zu nutzen. Sonst müssen wir halt hier noch eine Möglichkeit geben, über den Bahnhof rüber zu kommen. Aber das wird halt relativ schwierig. Das müsste eine Brücke sein oder irgendwie nochmal ein Tunnel. So, liebe Freunde, jetzt haben wir so lange gebastelt. Ich möchte jetzt eigentlich gerne noch die Züge sehen. Das hat mir jetzt fast ein bisschen zu lang gedauert. Also, Linie zuweisen. Regiolinie Mörs und dann funktioniert das auch. Und was hier mit der Straße ist, wir lassen die, sie nutzen sie ja. Also wird ja genutzt, man sieht ja der Privatverkehr. Wenn das hier nicht aufhört zu blinken, die Fehlermeldung bleibt, müssen wir hier halt dann nochmal gucken. So, und hier kommt der Zug, die ÖBB, da haben wir sie. Ja, sehr schöner Zug. Oh, ja, ja, definitiv sehr schöner Zug. Gut, mit dem mitfahren, doch, das machen wir noch. Allerdings, wisst ihr was, wir machen das mal... schöner Sound. Wir machen das so, dass wir jetzt einfach die erste Strecke mitfahren. Ich drehe den nochmal. Kein Weg? Ach, come on. Wo ist es denn nicht elektrisch? Ach so, du musst ja da ein... was mache ich denn? Wir drehen die nochmal. Du bist ja erst aus dem Weg... aus dem Depot raus. Oder auf dem Weg aus dem Depot raus. Oh, cool, das Horn. So, eben, wir fahren jetzt den ersten Teil mit. Bis zum nächsten Städtchen. Und danach kommt der eigentlich da auch rein. Doch, der kommt da auch rein. Da haben wir jetzt aber keine Signale gemacht davon. Ach, jetzt überspringt er das hier. Moment, ich muss noch mal kurz raus. Irgendwie hat das nicht wirklich seine Richtigkeit. Ja. Der kommt da. Ah, jetzt käme er rein. Könnte ich noch mal drehen? Ne, geht immer noch nicht. Ja, wir lassen das Ganze mal laufen. Wir nehmen den nächsten. So, fahr du mal schön. Jetzt mal gucken. Der müsste eigentlich auf die Idee kommen, dass er da rauf kann. Dann käme er hier rein. Kommt auch da rein. Weil die Linie dort rein möchte. Ich meine, ich könnte natürlich ja auch Kollege Terminal einfach anders zuweisen. Da müsst ihr aber wissen, das ist die 3. So, okay. Das ist schon zweigleisig. Ja, hier ist es halt in dem Bereich. Hä? Das ist eingleisig. Halt, da stimmt immer noch was nicht. Okay, dann müssen wir nochmal schnell gucken. Haben wir denn hier keine Weiche gemacht? Wir haben in dem Sinn keine Weiche gemacht. Ich habe die halt da hinten gemacht, beim anderen Bahnhof. Ihr kriegt eine Weiche. Moment.
keine Hetze. So, und schon. Oh, da klappt sogar mal die X-Weiche wieder mal. So, und schon funktioniert. Also hier ein Signal. Einmal so. Und dann gerne hier unten noch. Und hier haben wir eigentlich noch keinen Verkehr. Das heißt, das können wir für den Moment noch bleiben lassen. Schnell gucken, was sie machen. Zweigleisig, zweigleisig. Ja, jetzt ist das Ganze zweigleisig. Jetzt funktioniert. Was so eine Weiche doch nicht alles bewirken kann. Warum wollt ihr nicht da rein? Im Prinzip muss ich den jetzt drehen. Kommt der da noch rüber? Ja, da müssen wir hier nochmal ein Signal haben. Machen wir hier ein Signal. Da muss der warten. Dann können wir dich drehen. So, tut mir leid, weil jetzt haben wir natürlich die erste Fahrt in dem Sinne doch noch nicht. War der freie Wege? Warum denn? Ach, jetzt fährt der doch los. Ah, come on. Muss ich den wieder drehen? Okay, da klappt ja alles hervorragend. Dafür gibt es nochmal News und dann einen TGW. Sehr nett. Einheitswagen, zweite Klasse. Ja, werden wir auch gebrauchen. Haben wir da noch einen Zug, damit wir irgendwie dann in der nächsten Folge mitfahren können? Jawohl, der wartet sehr brav. Was macht der hier? Der fährt auch nicht darauf. Warum fahrt ihr denn nicht darauf? Das müsste doch der erste, er ist halt wahrscheinlich der erste Punkt im Fahrplan. Von Süldorf geht's nach Roterhof. Roterhof, Süldorf. Ja, okay, ist nicht der erste Dingens. Naja, dann fahren wir halt in die andere Richtung. Das ist ja auch okay. Im Moment staut sowieso noch ein bisschen, weil das ist eine relativ kurze Strecke und es sind relativ viele Züge. Macht aber nichts. Wir werden schon noch mitfahren in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.